Jo, moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Heute seht ihr im Hintergrund eine Runde Team Deathmatch auf der Map Oasis und das Ganze hatte ich mit der UMP45 mit dem Schnellfeueraufsatz erspielt, aber ich mir dachte, dass diese Runde einfach viel zu schön ist, um die alleine zu kommentieren. Habe ich mir ein ganz neues YouTube-Gesicht oder vielleicht doch nicht so ein ganz neues YouTube-Gesicht hier mit in mein Video reingeholt und der ganze nette Typ nennt sich SchnauzeLP. Stellt euch einfach mal vor. Ja, nach einer gefühlten halben Stunde, die du jetzt für deine Einleitung gebraucht hast, habe ich jetzt auch mal die Ehre, mich vorzustellen. Ja, ihr kennt mich bestimmt schon einige. Ich bin der damalige XQuasi92, den gibt es jetzt aber nicht mehr. Ich bin jetzt der SchnauzeLP. Warum SchnauzeLP? Weil ich das Nachkommentierte nicht mehr so für das Optimale für mich empfand und jetzt so ein bisschen zum Let's Player geworden bin. Oder daher werde. Auch LP. Daher dieses LP. Geil. Nicht für Lust-Flutscher oder so, ne? Nein. Natürlich nicht. Nein, und wenn ihr den Adrian weiterhin natürlich verfolgen wollt, wenn ihr seine Videos mögt, wenn ihr auch Let's Plays sich von ihm anschauen wollt, dann geht einfach mal in die Videobeschreibung gucken oder hier irgendwo im Video, vielleicht wird es ja wieder auch irgendwo verlinkt sein, also in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Schaut einfach mal vorbei und Wiedersehen macht Freude. Aber was er mir schon vorher gesagt hat, wird nicht nur abonnieren, wenn er auf seine Videos schaut. Ja. Das fand er ganz wichtig. Da würde ich genau was zu sagen. Also diejenigen, die mich bei XQuasi92 verfolgt haben, haben gesehen, ich hatte wirklich schon über 2000 Abos, aber hatte pro Video wirklich nur meine Standardaufrufe, also diejenigen, die jetzt auch mit mir rübergekommen sind zu SchnauzeLP, das waren so meistens 150 bis 200 Stück Aufrufe. Und ja, hat mich nicht mehr so ganz gebockt, hatte Lust auf einen Neuanfang, nicht mehr hier in der COD-Nachkommentierszene. Und da stehe ich jetzt. Und damit haben wir auch schon sozusagen den Start für unser Thema gelegt. Ja. Und da uns das Thema gelegt, ist es heutzutage noch wirklich optimal, COD nachzukommentieren oder überhaupt noch Videospiele nachzukommentieren, anstatt lieber mehr Live-Commentary zu machen? Also sei es jetzt ein Let's Play, weil ein Let's Play ist ja auch nichts anderes als ein Live-Commentary in irgendeiner Hinsicht. Wenn man zumindest das auch kommentiert, dann ist es ein Live-Commentary. Macht das eher mehr Sinn oder ist die Zeit mittlerweile einfach zu Ende für die Videos, dass halt COD noch nachkommentiert wird? Was sagst du dazu? Also da würde ich gerne was sagen. Es wird wirklich immer schwieriger, weil es sind, lass mich nicht lügen, aber es sind wirklich schon locker über 1000 COD-Commentator unterwegs, oder? Mindestens, ja. Mindestens über 1000. Und alle tun nachkommentieren, alle suchen sich ein Thema raus. Und Leute, irgendwann kommt die Zeit, da ist alles ausgelutscht. Und woran ausgelutscht hast? COD ist jetzt ja auch ein Titel, der jährlich erscheint und auch jährlich nicht viele Neuerungen mit sich bringt. Das ist richtig. Man kann natürlich zu der Anfangszeit eines neuen Call of Duty immer richtig viele Videos rausknüppeln mit guten Themen zu dem Spiel. Weil es halt schon was Neues ist, kann man ja nichts sagen und kann man auch nicht in Frage stellen. Aber die eigentlichen Tipps und Tricks, wie es damals vorgesehen war beim Nachkommentieren, die braucht man ja also nicht mehr wirklich eingeben, weil das ist einfach dieses Grundwissen mittlerweile bei Call of Duty. Ich meine, man kann natürlich Map Guides zum Beispiel machen oder auf Neuerungen in dem Spiel eingehen. Wobei die natürlich in Call of Duty mittlerweile nicht mehr so gegeben sind wie damals einmal, wo das Ganze mit den Kommentieren anfing, so vor 2 bis 2,5 Jahren hier, zumindest in der deutschen Szene. Und ich selber merke es auch, man muss sich schon wirklich ausgeknüftelte tüftelte Themen raussuchen, sodass man auch damit eine Chance hat, jemanden anzusprechen, sodass man auch merkt, okay, da hören mir auch Leute zu. Weil die meisten Themen, die sind einfach wirklich abgelutscht, ausgelutscht und daher merkt man das auch, wenn man andere YouTuber verfolgt. Viele fangen jetzt auch an, so Real-Life-Stories zu erzählen, ja? Es gibt einige, die machen das schon von Anfang an so, wie zum Beispiel, sag mal, Allotrix oder andere YouTuber, aber die meisten fangen jetzt auch mehr an, nicht mehr über die Spiele an sich zu reden, sondern über irgendwelche anderen Themen zu reden. Sei es Politik, sei es Real-Life, wie ich schon gesagt hatte, oder andere Technik-Sachen. Aber Richtig. Es ist nicht mehr speziell auf das Spiel Call of Duty beschränkt. Genau, und das war auch der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich mich zu diesem Wege entschlossen habe, weil ich glaube, du kennst mich jetzt echt lang genug. Lang genug, um zu wissen, dass ich nicht der Typ bin, der sich ein Thema raussucht und irgendwie
über Angela Merkel oder so redet. Ey. Spontanität. Das interessiert mich doch nicht, was Angela Merkel abends macht. Juckt mich nicht. Wenn ich auf YouTube bin, ne, und oben eingebe Call of Duty Map Oasis oder keine Ahnung, dann will ich nicht wissen, was Angela Merkel zum Frühstück gegessen hat. Dann will ich wissen, was kann die Map, was hat die Map. Darum finde ich so Gameplay-spezialisierte Sachen, sprich Live-Commentaries, um so ein bisschen spielleitend. Ach du Kacke, ich habe den Faden komplett verloren. Damit du ein bisschen noch was auf Spiel bezogen mitkriegen kannst. Richtig, genau. Gut. Genau das wollte ich sagen. Und ja, mich interessiert es wirklich nicht, wenn man jetzt irgendwie nach Politik googelt, dann soll man sich für Politik auch interessieren, aber wenn ich nach COD google, dann soll auch etwas über COD kommen. Genau, und das ist mir auch mal stark aufgefallen, deswegen kommt an erster Stelle erstmal die Frage an euch, wie seht ihr? Findet ihr auch, dass dass das Nachkommentieren vielleicht irgendwann mal ein Ende findet? Und wie seht ihr es? Findet ihr Live-Commentaries besser oder normale, sprich nachkommentierte Commentaries besser? Könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Und ja, da wird sich bestimmt einiges an Informationen sammeln. Und mal auf mich zu sprechen zu kommen, das ist mir stark aufgefallen. In der letzten Zeit, oder allgemein, ich bekomme öfter die Frage, wann kommt wieder eine neue Folge Labababachabos? Wann kommt wieder eine neue Folge NDS? Und wenn euch das mal auffällt, das sind ja beides jeweils live kommentierte Serien. Sprich, NDS ist live kommentiert und Labababachabos war natürlich auch live kommentiert. Ich bekomme natürlich auch häufig die Frage, wann kommt ein neues Video allgemein von dir oder neues COD-Gameplay? Aber meistens doch speziell auf diese live kommentierten Sachen. Und ich für mich selber finde auch, dass Live-Commentaries schon einen etwas spezielleren Reiz haben, die auch hochzuladen, weil da sieht man mal, wie der andere wirklich dabei tickt, wenn er gerade am Spielen ist. Richtig. Da ist es auch schwieriger, sich zu verstellen. Genau. Und ich bin nun mal wirklich voll der Verklatschte. Und ich glaube, dann wird da noch mehr Witz vielleicht mit einfließen. Jetzt nicht so übertriebener Schmarrn, wie es vielleicht andere machen. Das natürlich jetzt nicht. Aber halt einfach, dass man halt vielleicht dann mehr merkt, wie wirklich einer in der Birne tickt oder wie einer beim Zocken tickt. Und ihr könnt ja mal jetzt auch noch in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich weiß, es wird gerade sehr viel. Aber dann schreibt einfach lange Kommentare. Hat man mehr zu lesen, macht immer Spaß, mir die Kommentare dann durchzulesen, habe ich auch mehr Spaß dabei. Wollt ihr mal von mir mehr Live-Commentaries sehen? Oder wollt ihr noch lieber die weitere Schiene fahren wie nachkommentierte Sachen? Ja, das ist wirklich so, ne? Also. Ja, es ist Tatsache. Also wenn ich mal so am Früher bedenke, da war so schnell. So schnell ein DIN A4-Zettel voll mit Themen, die ich rauskloppen konnte. Ich hatte auch damals jeden Tag ein COD-Video rausgekommen, also ein Commentary. Mhm. Mittlerweile fällt es mir schon schwerer, ist nicht schwer, aber schwerer Themen zu finden. Ich habe mehr als genug, das ist jetzt nicht die Sache, ja, jetzt nicht hier. Jetzt soll nicht die anderen denken, so, hör, der hat keine Themen mehr, warum macht das dann noch? Nein, so ist nicht. Ich habe genug Themen, aber es fällt einfach einem schwerer, weil man weiß, man muss immer damit denken, passt das auf YouTube und kann man darüber wirklich reden? Ja, Themen kommen echt wie Sand am Meer, ja. Vom Himmel, alles Mögliche. Aber wie ich schon sagte, wenn ich mir ein COD-Video angucken will, dann will ich mir ein COD-Video angucken. Nicht wissen, was die Unterwäsche von Angela Merkel ist, oder? Naja, aber alle wissen, welche Unterwäsche du trägst. Ja klar, einen geilen Stringtanger, einen Ehren kann niemand verwehren. Oder mal so ein Rüsselding, aber das sind jetzt andere Sachen, die betreffen ja nur uns beide. Jetzt nicht gefragt. Das wurde jetzt nicht gefragt. Ja, ist ja eine andere Sache, jetzt ist es aber raus. Ich meine, ist ja schon seit NDS raus, aber das ist jetzt egal. NDS können wir selbstverständlich weitermachen, ne? Also das steht außer Frage. War das jetzt eine Anspielung auf eine vierte Staffel? Das war eine Riesenanspielung. Eine Riesenanspielung? Das war eine gigantische Anspielung. Wie du möchtest, kann es dir durch den Kopf gehen lassen. Ich sag mal so, wir haben ja schon andere Sachen geplant, aber da wird jetzt nichts erwähnt. Haben wir was geplant? Ja. Soll ich jetzt husten und das dabei ins Headset brüllen? Wäre ganz cool, ja. GTA! Achso! Oh mein Gott. So, stimmt. Aber das hat alles keiner gehört, ne? Ja, ich dachte aber, du meinst was wegen NDS, darum war ich gerade ein bisschen verblüfft. Nee. Okay, gut. Das ist eine völlig andere Spalte. Ich dachte schon, du hättest mit meinem anderen Ich geredet oder so, aber. Ne? Beide gleich bekloppt. beide gleich bekloppt, genau. Genau, wenn ihr diese Beklopptheit weiterhin hier auf YouTube nicht missen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbei. Wie gesagt, wird unten auf jeden Fall verlinkt sein.
Wie gesagt, es geht, wie du schon gesagt, geht eher in die Let's Play Schiene, ne? Also LOL. Ja. Von League of Legends, DayZ, GTA, FIFA und wenn es dann mal rauskommen sollte, irgendwann Black Ops 2. Ich meine, genau, das ist genau die Frage. Das muss ja das drin bleiben. Genau, aber da muss dazu sagen, davon kommen wird ja auf jeden Fall was. Ja, ja, ich bin für alles offen, ne? Ich bin ein offener Mensch. Aber wie gesagt, live kommentiert dann. Ja, richtig, also nachkommentiert werdet ihr bei mir bis auf einige Sachen wirklich nichts mehr so erfahren. Natürlich auch Gameplay bezogen dann, aber nachkommentiert. Aber nichts mehr, wenn ihr irgendwie ein COD-Video seht und ich rede da über Stierkämpfer oder so. Das wird's nicht geben bei mir. Genau, und deswegen würde ich einfach sagen, wenn ihr immer auf Live-Commentary steht, ihr auf Adrian steht. Oh, Jutam, wolle vous coucher avec moi? Das ist mir schon zu viel, aber merci, das kann ich noch. Wolle vous coucher avec moi heißt, willst du mit mir die Nacht verbringen? Oder willst du bei mir schlafen? Willst du mit mir schlafen? So, das. Auf gut Deutsch gesagt, willst du mit mir ficken? Sag mal Bescheid. Ja, gut. Jetzt am Ende hatten wir das Niveau gemerkt. Wenn wir bei. Wir können das Niveau einfach nicht aufrechterhalten. Wir sind auch, glaube ich, schon klar bei der Zeit. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt immer eure ganzen Gedanken mal unten in die Kommentar-Sanktion rein. Und ich verabschiede mich. Ich bin raus, schau auf Palmas und die letzten Worte hat nun der Schnauze LP. Wolltest du gerade das Niveau nochmal ein bisschen steigen mit deiner Kommentar-Sanktion? Ja. Alles klar. Hast du gesagt? Aber es heißt Sektion. Was? Ich hab gerade nicht zugehört. Ich glaube, es heißt Sektion oder heißt es doch Sanktion? Achso, ja, nee, egal, das Niveau ja, auf jeden Fall gerade um 2% erhöht. Geil. Ich verabschiede mich auch, euer Schnauz-CLP und bis zum nächsten Mal.